Nicht mein Problem. Natürlich ist es dein Problem. Sie ist deine Freundin. War sie mal. Kannst du dich nicht an damals erinnern? Doch, natürlich. Hey, fliegt dieser Greif denn jetzt doch nicht mit dem Fliegerjugendferiencamp? Vielleicht nimmt sie ja nur einfach Rücksicht auf dich. Hallöchen, ich bin Rainbow Dash und du bist? Gilda? Ja, bist du dir da sicher? Halt dich an mich, Gilda, und dann lassen dich diese blöden Typen in Ruhe. Du auch, Rainbow Dash! Los, Gilda! Lass uns den Jungs zeigen, wie man's macht! Wir fliegen gern, das ist unser Leben! Wir wollen hoch am Himmel kleben! Ganz hoch fliegen ist, was man kann! Wir sind die Besten irgendwann! Na schön, ich helfe ihr! Aber ich bin nicht mehr ihre Freundin. Okay, ist notiert. Sie tut's aber trotzdem. Durchhalten, du Loserin! Ich komme! Wieso dauerte das so lange, du Blödgreif? Der Pokal von Boreas. Ich kann mich nicht halten. Ist mir viel wichtiger als irgendein Stück blödes Gold. Nur den später. Jetzt erstmal klettern. Es tut mir sehr leid, wie ich mit euch umgegangen bin. Danke, Gilda. Entschuldigung ist angenommen. Mir tut's leid, dass wir den Pokal nicht retten konnten. Jetzt werden wir auch nicht das Problem von Greifenstein lösen. Das habe ich dir doch schon vorhin gesagt, Dummerchen. Wir sollten nicht herkommen, um den verschwundenen Pokal zu finden, sondern um ihn durch etwas Besseres zu ersetzen. Für einen Greif gibt es aber nichts Besseres als Gold. Ja, aber nur, weil ihr Freundschaft nicht kennt. Wenn ihr erst wieder lernt, euch umeinander zu kümmern, könnte das Königreich Greifenstein mächtiger werden als je zuvor. Und dafür braucht ihr überhaupt keinen goldenen Pokal. Ihr braucht nur einander. Wow, Pinky, das war ganz schön kitschig. Nun, was soll ich sagen? So bin ich eben. Na los, Gilda. Schließ eine Freundschaft. Ich weiß nicht, Pinky. Glaubst du echt, dass diese Greife es schaffen? Wir sind ja hier nicht in Ponyville, weißt du? Okay. Also zuerst war sie echt seltsam. Und dann gab ich ihr ein Törtchen. Sie hat es probiert und gesagt, es schmeckt ihr gut. Das ist das erste Mal, dass irgendein Greif etwas Nettes zu mir gesagt hat. Wow, Pinky, ich glaube, das war echt das Problem, das wir lösen sollten. Backpulver macht euer Gebäck und eure Freundschaften fluffig und richtig lecker. Gut, dann fahren wir jetzt nach Hause. Was? Ich soll ganz allein die Freundschaft hier verbreiten? Wie soll ich das denn tun? Ich habe bis jetzt ja noch nicht mal eine Freundin gefunden. Nein, das hast du nicht. Sondern zwei. Knuddeln! Knuddeln sofort! Aber ihr kommt mich wieder besuchen, oder? Versuch uns davon abzuhalten.
Bis bald mal, du alter Charmeur. Pinky? Mit wem hast du geredet? Mit niemandem. Komm schon, gehen wir nach Hause und sehen, was Gummy aus Granny Pies Langkuchenrezept gemacht hat.